Servus Leute und hallo zur nächsten Folge vom Falken. Und damit ein herzliches Hallo hier zur Folge 32 vom Star Wars Millennium Falken. Und genau, heute wieder wie immer zwei Hefte. Ne? Heute, so wie es aussieht, jede Menge Kleinkram. Genau, aber ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Ne? Wenn euch das Video gefällt, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und drückt mal unten auf den roten Knopf abonnieren, ne? Wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Und genau, jetzt geht's erstmal hier weiter. Ausgabe 32 wartet mit folgenden Artikeln heute auf uns. Und zwar zuallererst die Raumschiff-Fact-Files, nämlich mit der Graf Dokus Solarsegler. Nämlich die Raumjacht des Pun Walker 116 Klasse. Führung durch die Galaxie, die Geschichte von Mandalore. Geheimnisse der Raumfahrt mit den Unterlichtantrieben. Und zuletzt die Anleitung für heute, Teil 1. Heft Nummer 2 wartet wieder mit Werbung auf uns. Was sollen wir denn heute kaufen? Maxi-Format Atlas die Welt in 50 Karten. Ja, ja, auf jeden Fall. So, Raumschiff-Fact-Files, die schlagkräftige Angreifer, nämlich der imperiale T-Abfangjäger. Dann Führung durch die Galaxie, die Fauna von Mustafa. Geheimnisse der Raumfahrt, die Schildgeneratoren. Und zu guter Letzt Bauphase 33. So, da haben wir jetzt einmal im Beutel 32 hier so, ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt, aber das sind so, ja, ich würde irgendwie so sagen, so Hydraulikpodeste oder was, ne? Davon 4 Stück. Dann hier so ein Außenteil, BP23.
und BP20 Außenhülle. Dazu ein Rahmen mit der Nummer BF39. Und in Bauphase 33 wieder, diesmal sind es sogar 5 Stück, okay. 5 Stück von diesen Hydraulikarmen, ne? Dann wieder so ein Außenteil hier, BP18. Und zwei weitere Rahmen. So, aber die erstmal zur Seite. Wir brauchen erstmal diese hier. Na, so. Und etwas Klebstoff. So, die Teile sollen jetzt hier außen drauf kommen. Genau. Gucken wir das jetzt mal so an und dann so eben schauen. Die Dinger sind nämlich nummeriert. Hier ist zweimal die 3, 5 und die 7. So. Jeder Aktuator hat drei kleine Stifte, die in die entsprechenden Löcher der Schubvektorplatte passen. Okay. Mal gucken, wo die überall reinpassen. Aber die passen komischerweise überall. Okay, also haben wohl die. Oder ist, nee, die soll man noch gar nicht einkleben. Genau, die soll man nämlich nur so drauflegen. Aber verklebt werden die noch nicht. So. Dann war's das schon mit Heft 32. Und denselben Schritt nämlich eben hier auch. So, jetzt hier wieder wegen den Nummern gucken. 4, 4, 5, 2 und 7. Also ich denke mal, dass 7 entweder hier oder da kommt, dann die 2. Aber ich hoffe, dass das später nochmal genau gesagt wird, welches Teil wohin gehört. Das zum Beispiel passt hier gar nicht. Das passt da. Und dann müssten das hier jetzt dreimal die Nummer 4 sein. Genau. So. Dann war es das dafür. Wobei ich nicht verstehe, dass man da nie, noch nicht verkleben soll. Achso, die soll man nur deswegen noch nicht verkleben, wenn man den später mit Farbe noch gestalten möchte. Aber wenn ich mir die Teile angucke, kann man doch den Rest hier problemlos mit dem Pinsel erreichen. Na komm, wir kleben es fest. Mein Kollege, der Maurice, der macht eh aus allem Unmöglichen Mögliches.
Weil bevor ich jetzt die Teile irgendwo zur Seite lege, dann kippt das vielleicht irgendwo, wisst ihr, und dann habe ich da 3 Millionen Teile und keins passt mehr zum anderen, da mache ich es lieber gleich fest. So, einmal. Und zweimal. So, kann man Klebstoff erstmal wieder weg tun. Und brauchen jetzt den Rahmen als nächstes. Und dann machen wir an der Stelle von der letzten Folge weiter. So, dann noch die zwei.
So, ihr Lieben, ihr seht schon, wir nähern uns immer mehr dem Ende oder der Schließung des ersten Hülle, ne, des Unterrumpfes. Und genau, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bleibt einfach hier dran bei der Videofolge vom Star Wars Millennium Falcon. Ich freue mich auf euch und genau, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao, euer Sebastian von Deffer Models. Tschüss.